Okay, wir sind live. Ah, cool. Alles gut, dann gehen die Telefone doch nicht aus. Wir haben gerade den Soundcheck von Soulband entdeckt, die Band, die mit euch da ist. Aber heute ist bei uns zu Gast Heldmaschine. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Danke. Gut, erstaunlich gut. Heute ist ja die dritte Show nach Gang. Wir waren jetzt schon zwei Abende unterwegs und ja, wir feiern das natürlich total. Und von daher sind wir eigentlich ganz froh, dass wir noch so fit sind jetzt. Ja, aber gestern noch am Spielen? Ja, vorgestern auch. Oh mein Gott, das ist ja mit so einem Nightliner dann wahrscheinlich, ne? Ja, wir haben einen kleinen Sprinter ausgebaut. Also da sind auch vier Schlafplätze drin. Und wir haben einen 3,5-Tonnen-Hänger. Da ist der ganze Krempel drin und damit fahren wir durch die Gegend. Ja, der ganze Krempel sieht ja auch richtig cool aus. Ich bin hier reingekommen und habe so viele Lichter gesehen und so viel Aufbau mit Rauch und dies und das. Was habt ihr denn heute vor bei uns? Ja, Hütte alles. Abreißen natürlich. Alles, was geht, ne? Alles, was geht, genau. Ja, darauf kann man sich richtig freuen. Wart ihr schon mal im Riders Café? Wir waren schon mehrmals hier, genau. Das erste Mal mit Megaherz damals im Vorprogramm und dann direkt mit einer eigenen Headliner-Tour. Zweimal. Das dritte Mal jetzt, glaube ich. Ah, cool. So lange bin ich leider noch nicht beim Riders Café, deshalb frage ich immer ganz gerne. Und wie ist das so, in Lübeck aufzutreten? Mega cool. Also Riders Café ist ein total geiler, herzlicher Laden. Wir kommen immer wieder gerne her. Es ist so ein richtiges, schönes Original. Ne? Kultig hier, kultig auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ja. Absolut. Und wie lange gibt es euch denn schon? Uns gibt es jetzt seit knapp 12 Jahren, würde ich sagen. Ne? Ja. Ah, krass. Ziemlich genau. Mhm. Wir haben eigentlich nie unser Jubiläum gefeiert, ne? Stimmt, haben wir nicht. Das ist irgendwie schlimm, wir müssen einiges nachholen. Das könnt ihr auch gerne. Vielleicht machen wir es heute Abend. Ja. Die Corona-Jahre musst du hier abziehen wahrscheinlich. Was? Die zwei Corona-Jahre musst du abziehen wahrscheinlich. Ja, haben wir jetzt 10-Jähriges heute. Ja. Wollte ich ja... Kommt und feiert mit uns, genau. Leute. Wollte ich ja nachfragen. 19 kam das Album raus, das letzte Album, soweit ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und dann soweit ich weiß auch, ja. Ja. Ich erinnere mich, ja. Und dann war ja Corona. Wie war das? Also hattet ihr eine Albumtour? Wolltet ihr die noch durchziehen? Ging das noch durch? Wie sah ja, das aus bei euch? Also unsere Tour ist ja genau in der Mitte zerrissen worden durch Corona. Es war an einem Freitag, den 13., da waren wir gerade in Köln angekommen. Ach, echt? Und wollten aufbauen. Und dann sagte die Veranstalterin, wartet mal ab, müssen wir so ein bisschen Nachrichten hören und so. Ja, und dann hieß es am Ende, nee, können wir nicht machen. Wir lassen das. Und dann war die ganze Tour abgebrochen. Und dann haben wir am nächsten Tag uns überlegt, was machen wir jetzt, weil es waren auch viele Leute da, die von weit her kamen. Und dann haben wir uns erstmal abends noch überlegt, ja, wie machen wir das jetzt? Und dann haben wir einen Livestream gemacht. Mhm. Also wir waren, glaube ich, auch die erste Band, die während dieser Corona-Kacke da den ersten Livestream gemacht hat. Ah, wow. Ja. Also in einem Laden dann oder wie? Nein, bei uns, in der Halle. In der Halle. Haben auf dem Rückweg quasi schon alles überlegt, haben irgendwie das Material zusammengesucht, rumtelefoniert. Mhm. Und es war echt spannend, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Und es hat aber echt alles geklappt und das war geil. Auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir das erste Streaming-Konzert auf die Beine gestellt. Wir haben dann in der ganzen Corona-Zeit noch eins gemacht, noch ein zweites Streaming-Konzert. Auf Twitch, ja. Genau, auf Twitch. Und apropos Twitch, das hat natürlich auch über die Zeit geholfen. Wir haben dann natürlich geguckt, dass wir Social-Media-mäßig ein bisschen mehr machen als gewöhnlich. Und das hat uns auch ein bisschen über die Zeit geholfen, ne? Dass man einfach was zu tun hat in der Zeit. Wollte ich fragen, was hat man denn gemacht? Also Social-Media und die Livestreams. Genau. Genau. Wie war das so, an weiteren Tracks zu arbeiten und so? Wie ging das da während der Corona-Zeit für euch? Ja, da haben wir natürlich auch ganz viel gemacht. Also wir haben die Zeit jetzt nicht einfach so verfließen lassen, sondern wir haben echt viel gearbeitet. Aber das Ding ist halt, wann kommen wir mit der nächsten Platte raus? Das wollte ich als nächstes fragen. Habe ich mir gedacht. Und das ist nämlich das Ding. Wir wollen jetzt erstmal abwarten, wie das alles so läuft. Weil ohne Tour brauchst du keine neue Platte rausbringen. Ja. Ja, so, und wenn das jetzt wieder so anfängt wie im letzten Jahr, wissen wir halt alles nicht. Und das ist natürlich auch das Problem, dass keiner das weiß und dass auch weniger Karten verkauft werden. Und solange du nicht weißt, wie es weitergeht, willst du nicht einfach deine neue Platte irgendwie verpuffen lassen, ja. Indem du sagst, so jetzt ist Release und dann machst du keine Tour. Das geht halt nicht. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
Gibt es aber sonst so Einzelheiten, die ihr zur neuen Platte oder zu neuen Tracks irgendwas sagen könnt? Vielleicht also einen Arbeitstitel oder wie es gerade läuft für euch? Also wir spielen auf jeden Fall zwei Songs von der neuen Platte. Heute? Heute, genau. Ah, cool. Und ja, also die Platte ist so gut wie fertig, kann man schon sagen. Und wir arbeiten jetzt halt im Hintergrund schon an Videos und Artwork und so weiter. Und dann mal gucken, wie er schon sagt, wann wir halt damit rausgehen. Ja, man muss echt darauf achten. Momentan jeden Monat ist irgendwas anders und man muss sich halt anpassen, leider. Gibt es sonst noch etwas, was ihr den Leuten da draußen sagen möchtet? Geht auf Konzerte, kommt wieder auf Konzerte, vertraut drauf, dass es wieder stattfindet und ja. Und selbst wenn wir selber jetzt sagen mussten, dass wir ja nicht darauf vertrauen, dass vielleicht die nächste Tour nicht stattfindet oder so. Es ist ja so, wenn ihr Karten kauft, dann sind die nicht weg. Also, wenn ihr Karten kauft, können wir sicher sein, dass wir die Show spielen können. Ja. Und wenn keiner Karten kauft, weil alle zu unsicher sind, sagt selbst der Veranstalter, wir können es nicht machen, sonst legen wir drauf. Das ist nämlich diese ganze Scheiße, die wir gerade erleben. Und deswegen wäre es cool, einfach die Karten zu kaufen und dann zu gucken, was abgeht. Wenn es nicht passiert, dann eben später. Aber die Karten sind nicht weg. Ja, genau. Ganz wichtig. Und optimistisch sein. Ich danke euch, genau, Jungs, für eure Zeit und ich freue mich auf euren Auftritt heute. Und wir freuen uns auf euch. Ja. Bis gleich. Folge dem Riders Café auf Twitch, Instagram und allen weiteren Social Media Kanälen, um nichts mehr zu verpassen.